Thomas und ich bin gerade hier am Tee trinken und ich habe hier auch eine deutsche Dame kennengelernt, Gabi, und sie wollte mir, weil in Deutschland wird immer gesagt, ja, wir sind so toll, wir machen was für unsere Leute und das ganze Krankensystem ist toll und unsere, wie soll ich sagen, ja, die Obdachlosen, die werden gut versorgt, in Deutschland sind sie alle auf der Straße und also ganz schrecklich. Gabi, sag du mal was dazu zu Obdachlosen in der Türkei. Wir haben dieses Jahr einen extrem kalten, langen Winter in der Türkei und es leben sehr viele türkische Obdachlose auf den Straßen. Und die Stadt Alanya hat mit den Apart-Hotels Verträge geschlossen, die über Winter geschlossen haben. Die Apart-Hotels, die werden von den Obdachlosen genutzt, dürfen sie kostenlos nutzen und damit sind die Leute von der Straße weg und müssen nicht erfrieren oder was weiß ich, bei dem kalten, nassen Wetter nicht krank werden und da sind sie unter Dach und Fach und die nutzen das auch sehr gut. Genau, weil das wird ja immer gesagt, hier in der Türkei werden sie alle niedergemacht, es ist eine Diktatur, es wird nicht für die Leute gesorgt, aber das trifft ja mir auf Deutschland zu. Jawohl, hier in der Türkei wird sehr viel für die Leute gemacht, schon aus dem einfachen Grund, man will ja das Volk bei Laune halten. Ja, genau. Man will hier was Gutes für das Volk tun. Ja. Genauso sind jetzt aufgrund dessen, dass der Lira-Kurs so schwankt und alles sehr verfallen ist, sag ich mal, sind jetzt die Grundlöhne erhöht worden um 25%. Und, ach, die Löhne auch sind erhöht worden. Die Renten sind auch erhöht worden. Ja. Und Strom und Wasser sind um 10% gesenkt worden. Dass die Leute, Benzin glaube ich auch, kann das sein? Bei Medizin habe ich keine Erfahrung. Benzin fürs Auto. Ach so, Benzin ist auch sehr billig geworden im Vergleich zu vorher. Ja, habe ich auch gemerkt. Und damit wird ja für das Volk viel getan. Genau, richtig. Gabi, wie lange bist du jetzt hier in der Türkei? Diesen Monat bin ich 8 Jahre. Hier. 8 Jahre schon. Also ja, ich habe die gesamte Entwicklung hier erlebt. Mhm. Ich weiß, was getan wurde. Ja. Ich weiß auch über andere Umstände, also die aber innerpolitisch abzuarbeiten ist, da habe ich als Ausländer kein Recht darüber zu reden. Ist richtig. Und ich muss nur sagen, Terror und Mord und Totschlag gibt es hier wesentlich weniger als in Deutschland. Ja, ja, genau. Ich sag mal, wenn wir in Deutschland bei 100% liegen, dann haben wir hier 5 oder 8%. Ja. Wenn überhaupt. Ne? Viele regen sich in Deutschland ja auch darüber auf, dass Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen dies und jenes ist. Und hier in der Türkei sind alle Straßen, alle Kreuzungen, alles videoüberwacht. Ja, wegen der Sicherheit aber auch. Ne? Wegen der Sicherheit. Schon auch, wenn die Touristen kommen, damit die abgesichert sind, aber auch die eigene Bevölkerung abgesichert. Ja, super. Und ich muss sagen, von der Sache her habe ich als Ausländer überhaupt keine Probleme hier mit irgendwelchen politischen Querelen oder das oder jenes. Gefährdet eigentlich ganz ordentlich behandelt. Das ist gut. Tolle Aussage, dass das mal von jemand anders kommt und nicht von mir alleine, sonst glaubt mir das ja keiner mehr. Mhm. Ne? Wunderschön. Habt ihr das gehört, was sie gesagt hat? Also das könnt ihr bei vielen Leuten hören, also die hier ausgewandert sind, die sind sehr zufrieden und es gibt hier keine, nochmal dazu, keine Diktatur. Wenn die euch was anderes in Deutschland erzählen, das braucht ihr gar nicht zu glauben. Aber wie gesagt, lassen wir das mal weg jetzt. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis bald.